Und weiter geht's mit Legend of Kay für die PlayStation 2. Beim letzten Mal, haben wir eine richtig wilde Sau geritten und haben eine Aufgabe bekommen. Und zwar sollen wir jetzt drei Kürbisse suchen, die jemand im Dorf vermisst. Und wir haben das erste von drei vermissten Kindern gefunden. Kay, siehst du diese Wände? Zunächst musst du auf eine dieser Wände springen. Anschließend springst du im richtigen Moment erneut, um von einer Wand zur nächsten zu springen. Probier es aus. Okay, ein Walljump. Gut. Okay, da war recht einfach der Walljump. Da habe ich schon schwere gesehen. Ist da bestimmt was versteckt bei den Laternen, oder? Nee, anscheinend nicht. Oh, guck mal, eine Katzenstatue. Hallo, Gumai. Weißt du, Wollknäuel, als ich jung war, standen diese Statuen überall. Aber ich kann mich einfach nicht an ihren Zweck erinnern. So ähnliche Statuen stehen noch überall in China zum Beispiel. Sind noch diese... Habe ich auch in China-Restaurants gesehen, diese ja, dicken Chinesen, die da auf diesen Podesten sitzen. Ich weiß noch nicht, wie die heißen. Jedenfalls, das ist eine Anspielung. Okay, was haben wir denn da Schönes? Wer versteckt sich denn hier? Piao Mu, was hältst du von einer schönen Schüssel warmer Milch am Feuer? Zu Hause? Eine Schüssel mit warmer Milch? Hört sich gut an. Und danach tobe ich mit meinen Brüdern. Gute Idee, Kay. Danke. Okay, das war das zweite Kind. Eines fehlt noch. Wie komme ich da hoch? Lol. Oh, der kann ja richtig weit rollen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es geht. Da hoch eigentlich. Ah, da oben liegt was und ich komme nicht ran. Schade. Ist hier noch irgendwo was? Da hinten geht's noch lang. Oh, so viel zu entdecken hier. Okay, let's get right, würde ich sagen. Oder auch nicht. Ja, reiten werden wir noch öfters. Diese Wildschweine im Verlauf des Spiels. Das hier im Dorf war nicht das letzte Mal. Ah, verdammt. Das kriegen wir hin. Komm. Das kriege ich hin. Das ist auch nicht besonders schwer. Zack. Ach, verdammt. Ja, so nach und nach begreife ich das. Gut, das war jetzt völlig verkackt. Ah, verdammt, das war zu scharf. Ah, ich krieg das hin. Es sind nur 7 Tore. Das muss doch schaffbar sein. Ja, wunderbar. Okay, was gibt's denn da für Schönes? Ich glaube, das hier gibt's nämlich überall im ganzen Land. Diese kleinen Rätsel. Beziehungsweise Minispielchen mit den Ringen und so weiter.
So, und was bekomme ich dafür? Was haben wir hier Schönes? Ein Magie-Container gefunden. Jetzt kannst du zum Magie-Punkt krank 5 Magie-Punkte erlauben, dir eine magische Attacke auszuführen, die sämtliche Gegner in deiner Umgebung Schaden zufügt. Okay, nice, das finde ich cool. Okay, wie gesagt, es gibt glaube ich Magie und Herz-Container. Magie sind die blauen Container und die roten sind die Herz-Container. Diese Brachiatensäue. Gibt es hier sonst vielleicht noch was zu finden? Was interessant sein könnte? Oh, ich liebe den Soundtrack vom Katzendorf. Ja, so heißt der Track, nämlich der Track hier, den ihr gerade hört, heißt, ja, Cat Village. Und ist ein richtig genialer Track, richtig zum Entspannen und so weiter. Ich liebe es. Und ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, mehr war ja auch nicht. Was haben wir da? Meng, deine Mama macht sich Sorgen. Geh jetzt besser nach Hause. Mama macht sich Sorgen? Oh, dann gehe ich besser gleich nach Hause. Das war das letzte Kind. Damit wäre diese Aufgabe abgeschlossen. Und hier oben gibt es auch noch was zu finden. Mal gucken, was es hier Schönes gibt. Ah, Münzen. Das war eine ganze Menge. Wo war Madame jetzt? War nicht hier drin? Nee, war das Lager. Madame war woanders. Das ist die Bibliothek. Gibt's da auch noch Münzen? Kylie, was ist los mit diesen widerlichen Ratten und Gorillas? Wie die Ratten und Gorillas hier rumheulen und geschwollen mit uns reden. In den Zeiten von dem Weg lebten wir friedlich und voller Glück. Jetzt umgibt uns nur noch dieses grelle Geklapper von Dinn. Ja. Im Garten der Einfachheit gedeiht ein großer Geist. Okay, schöne Zitate. Gefällt mir. Wohltätigkeit ist ein ewiger Frühling. Schön. Es ist wirklich schön gerade, wie an jeder Ecke was zu finden ist. Minister Schun sagt, die Gesellschaft muss sicherer werden. Händigen Sie Ihre Waffen für die neue Gesellschaft aus. Ja, so eine korrupte Story. Mit Machenschaften und so. Das gab's bei mir schon mal. Und zwar war das bei... Ist aber schon länger Beyond Good and Evil. Wer sich noch erinnern kann. Schönes, aber am Ende ziemlich schweres Spiel. Alle sind gesund und munter zurück, Tangmo. Okay, ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Hier ist deine Belohnung. Kay, das ist ein wertvolles Geschenk. Ein Herzcontainer. Er hebt deine Ausdauer um einen Punkt an. Tja, was sag ich? Es lohnt sich, Aufgaben zu machen. Du hast einen Herzcontainer gefunden. Jetzt hast du einen zusätzlichen Energiepunkt, der Lebensenergie verlängert. Nice. Bei manchen Levels, die kommen, werden diese Herzcontainer sogar richtig wertvoll sein. Aber wo sind die Kürbisse? Das ist die Frage. Wo sind ihre Kürbisse? Es ist so nett von dir, dass du mir hilfst. Wenn du irgendetwas brauchst,
Dann sieh dich nur in meinem Lager um. Hab ich's nicht gewusst? Es hat irgendwas mit Obst zu tun. Ja, logischerweise da, wo es natürlich erst Obst gab, die ganzen Bananen und so weiter, den Kürbissen, war auch klar, dass es dort natürlich logischerweise die Bananen gibt, die gesucht werden. Verschauen. Das ist nämlich gerade ein bisschen. Ja. Machen wir mal anpassen an Window. So, wo geht's denn hier lang? Hab mich schon gefragt, wie ich da hinkomme. Jetzt weiß ich es. Außerdem scheint es da drüben noch was zu geben, sehe ich gerade. Oh, eine Statue. Mal schauen, was machst du denn? Ah! Dürfte es jetzt reichen, da ranzukommen? Ich bin nämlich gespannt, was das ist. Ich bin nämlich echt gespannt, was das ist. Schlüssel bräuchte ich auch noch, um da reinzukommen. Da ist bestimmt auch was Tolles drin. Hier hinten war das doch. Ha! Hu. Yeah! Jetzt dürfte es eigentlich reichen, daran zu kommen. Du hast einen Yuan Bao gefunden. Ein Yuan Bao ist viel wert, wie 5 Goldmünzen. Ah, nice! Wir haben, glaube ich, einen Schatz gefunden. Ich nenne es einfach mal Schatz. Okay, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir geben dem Gorilla mal seine Bananen. Damit er uns durchlässt. Das wird zwar seinem Chef ja nicht gefallen, aber er muss es ja nicht wissen. Er wird sowieso bald gestürzt, und zwar von uns. Primat, sieh mal, was ich hier habe. Hey, du hast Bananen für mich. Lecker, reife Bananen. Okay, wenn du jetzt gleich durch das Tor schleichst, gucke ich vielleicht gerade mal in die andere Richtung. Danke. Ja, die ersten Fights fehlen immer noch. Wir haben noch keinen einzigen Gegner gefunden. Aber einen Kürbis haben wir gefunden. Das heißt, die anderen drei muss es doch hier auch irgendwo geben. Ja, da seine. Ich liebe diese Musik, wenn man was findet. So, wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Wie viel vermisst sie nochmal? Ja, 3 Kürbisse haben wir. Perfekt. Dann kann es ja weitergehen. Was? Huarax! Schnell, Tor schließen! Kann ganzes Dorf vernichten! Kay, geh schnell zurück ins Dorf! Wir werden angegriffen! Huarax! Warum ist er so wütend? Und was ist das? Er trägt ein magisches Amulett um den Hals. Okay, das scheint der erste Boss zu sein. Au.
Okay, verstehe. Verstehe, wie du funktionierst. Du rennst irgendwie, schnaufst dann und derweil kann man dich treffen. Okay, du bist easy. Lol, das geht auch. Ich glaube, das war so eine Art Volltreffer. Ja, ich habe zu lange gezögert. Das war mein eigener Fehler. Kay ist verletzt. Schnell, bringt ihn ins Dorf. Oh Gott, das ist alles meine Schuld. Wenn ich diese Kürbisse nicht verloren hätte, wäre dir der Kampf mit diesem schrecklichen Borax erspart geblieben. Ich gehe besser nicht mehr durch das Tor. Ich bin wirklich froh, dass Shun uns jetzt beschützt. Kein Problem, Alter. Ich lebe ja noch. Und ich habe deine 3 Kürbisse gefunden. Das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank. Kay, als Belohnung für deine großartige Hilfe gebe ich dir diesen Schlüssel. Ah, und bevor ich's vergesse, dein Meister ruft nach dir. Ich hätte es bestimmt geschafft, aber das war jetzt meine eigene... Ja, da war ich wieder zu ungeduldig und... Ja, genau deswegen ist das wieder passiert. Ärgerlich. Ich hätte gern gewusst, was es dafür gibt. Hey, alle hopp. Ich dachte gerade... Zieh Leine. Wegen dir habe ich eine Menge Ärger am Hals. Von jetzt an kommt hier niemand mehr raus. Nie wieder. Ich hätte den Kampf gern gemacht. Ich hätte noch geschafft eventuell, aber... Gut, das war jetzt... Habe ich mich nicht besonders schlau angestellt, muss ich sagen. Das hätte besser laufen können. Ich hatte ja genug Energie. Naja, gut. Passiert ist passiert. Das Spiel scheint trotzdem weiterzugehen. Müssen wir halt mit leben. Okay, der Bürgermeister will uns sprechen. Ach nee, der Meister. Okay, gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part sprechen wir mal mit unserem Meister. Bis dann. Ciao.